Hi, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Thementeams. Das heutige Thema dreht sich ganz und alleine um den wunderschönen Ort Hawaii. Und genau deswegen habe ich 6 Pokémon mitgenommen, die zu diesem Thema passen und wir schauen mal rein, welche 6 Pokémon das sind. Im heutigen Team sind einmal Blubella, Kurelei, Koryogel, Kamerupt, Knierfisch und Alola Kokowai. Eine bunte Mischung an Pokémon, allerdings passen sie alle sehr gut in dieses Hawaii-Thema rein und wieso genau diese Pokémon es ins Team geschafft haben, das werden wir gleich in den Kämpfen klären, denn ich werde 2 Einzelkämpfe machen auf dem Kampfplaza. Dort darf ich immer 3 Pokémon pro Team mitnehmen und dann werde ich immer über die Pokémon reden, wieso sie genau zum Hawaii-Thema passen und was ich allgemein von Hawaii halte. Also würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Runde 1. Und damit herzlich willkommen in Runde 1. Wir müssen gegen Kapuriki, Milotic, Wishu, Glurak, Durengard und Sedimantur ran. Starke Pokémon auf jeden Fall. Mal gucken, was wir dagegen tun können. Ich denke, ich werde Kamerupt hiergegen mitnehmen. Oder Kamerupt kann ganz gut gegen Kapuriki sein und gegen Durengard als auch gegen Sedimantur. Dann müsste ich gucken, wie ich die anderen Pokémon counter. Vor allem Milotic könnte ein leichtes Problem werden. Wobei, wenn ich Knierfisch mitnehme, dann Kamerupt und Blubella. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. Mein Team ist sehr, sehr langsam. Deswegen habe ich 2 Bizarro-Raum dabei auf Knierfisch und Alola Kokowai und einmal Rückenwind auf Kurelei. Heißt also, ich habe wirklich das Beste getan, was ich irgendwie tun konnte, um mein Team Initiative-Kontrolle zu geben. Mal gucken, wie gut das klappt. Und ich bin froh, dass ich Knierfisch direkt in der ersten Runde mitnehme, denn bei Knierfisch habe ich eine kleine Geschichte, die ich erzählen kann und wieso ich es in dieses Team mit reingenommen habe. Und zwar Knierfisch. Wo fange ich an? Ich denke mal, ich fange an mit dem, indem ich sage Humu Humu Nuku Nuku Apua'a. Das ist kein ausgedachtes Wort. Vielleicht habe ich es ein bisschen falsch ausgesprochen, ist sehr, sehr lange her für mich. Aber das ist der Name des hawaiianischen Staatsfisches. Ihr habt richtig gehört, Hawaii hat einen Staatsfisch, der Humu Humu Nuku Nuku Apua'a heißt. Und als ich dieses Wort gelesen habe, ich habe mich so ein bisschen über Hawaii informiert, damit ich dieses Thementeam so gut machen kann, wie es nur geht. Das ist kein gutes Matchup für uns, deswegen setzen wir Bizarro-Raum ein. Mein Knierfisch hat einen Fokus-Gurt dabei. Ich habe mich so ein bisschen über Hawaii informiert. Oh, Kehrtwende kommt durch. Das wird immer noch super guten Schaden machen, aber Bizarro-Raum wird sicher nichtsdestotrotz durchkommen. Ich habe mich so ein bisschen über Hawaii informiert und dann habe ich gesehen, Hawaii hat einen Staatsfisch. Und dieser Staatsfisch heißt eben Humu Humu Nuku Nuku Apua'a. Und als ich dieses Wort gelesen habe, ist mir so ein richtig fettes Grinsen reingekommen, weil ich dieses Wort schon kannte. Und zwar aus dem Englischunterricht aus der 4. Klasse oder 3. Klasse, ich weiß nicht ganz genau. Aber meine Englischlehrerin damals hat uns quasi dieses kleine Gedicht oder dieses kleine Lied beigebracht, um dieses Wort auszusprechen. Und ich konnte mich instant an dieses kleine Lied erinnern. Das ist so ein Vierzeiler. Ich wechsle mal zu Blubella aus. Mal gucken, ob das was Gutes ist. Und dieser Vierzeiler fängt an mit Humu Humu is the fish. Nuku Nuku is the nose. Apua'a is the pig. Humu Humu Nuku Nuku Apua'a is the fish with the pig like nose. Das habe ich damals in der 3. bzw. 4. Klasse gelernt und es ist bis heute hängen geblieben. Und deswegen ist eben Knierfisch dabei. Er soll quasi, oder sie soll quasi den hawaiianischen Staatsfisch repräsentieren. Und Blubella ist, denke ich mal, ziemlich eindeutig, kommt sehr, sehr gut mit diesem Hawaii-Thema klar. Und sie macht so ein bisschen den Hula-Hula-Tanz und deswegen musste ich sie einfach mitnehmen. So, jetzt könnten wir auf Falterreigen gehen oder Gigasauger einsetzen. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Falterreigen. Milotic wird zurückgerufen. Was kommt denn jetzt rein? Glurak. Okay, das ist ein kleines Problem. Glurak. So, Überreste heilen mich so ein bisschen hoch. Ich spiele oder ich versuche ein physisch-defensives Blubella zu spielen. Das Problem ist, es hat keine Attacken, die irgendwie Glurak Schaden machen. Deswegen muss ich auf Kamerupt auswechseln. Mein Gegner macht das bisher ganz gut. Und ich denke mal, Kamerupt ist auch ziemlich eindeutig. In Hawaii oder auf Hawaii gibt es aktive Vulkane und ich denke, Kamerupt ist das beste Pokémon, um Vulkane darzustellen.
Und jetzt müssen wir gegen einen Mega Glurak Y rein. Ich habe auch die Mega-Entwicklung bei Kamerupp dabei, allerdings weiß ich nicht, wie gut sie sein wird gegen einen Mega Glurak Y, wenn es vor allem Hitzekoller einsetzt. Das könnte sehr wehtun. Ja, das hat viel zu viel wehgetan. Das Gute ist aber, dass der Spezialangriff von Mega Glurak gesenkt wurde. Das heißt, ich kann mich jetzt auch mega entwickeln und vollste Möhre entweder auf Erdkräfte oder ich gehe auf Feuersturm. Ja, ich gehe auf Feuersturm. Just in case, falls irgendwas passiert. Er bleibt nämlich drinne. Ich wollte eigentlich so ein bisschen predikten und sagen, komm, vielleicht holt er ja Milotic rein. Aber dieses Glurak Y müssen wir irgendwie super stark anschwächen. Der Feuersturm trifft und wenn das bei Glurak schon so viel Schaden gemacht hat, dann bei Kamerupp erst recht. Es kommt Luftschnitt, nicht die stärkste Attacke, vor allem mit minus 2 Spezialangriff. Und die verdrehte Dimension ist normal. Das Gute ist aber, dass der Luftschnitt sowieso nicht so viel Schaden gemacht hat. Das heißt, ich kann wieder auf Feuersturm gehen. Sollte es treffen, sollte Glurak besiegt sein. Deswegen wird er wahrscheinlich auswechseln. Nee, er geht nochmal auf Hitzekoller. Kamerupp wehrt aber die Attacke ab und trifft seinen Feuersturm. Damit hat Kamerupp Mega Glurak Y rausgenommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich denke mal, wenn man das sieht, dann denkt man sofort an einen Vulkan und deswegen eben Hawaii. Ein sehr, sehr schönes Pokémon, Mega Kamerupp. Das spiele ich gerade selber in Doppelkämpfen. Und dort einfach mit Hitzewelle zerstört es einfach alles. Ein super, super starkes Pokémon. Und eigentlich wird das nicht so häufig gespielt, was ich nicht so ganz verstehen kann. Man braucht halt nur ein Bizarro-Raum-Team. Ansonsten ist Kamerupp so ein bisschen useless. So, jetzt haben wir noch Milotic hier. Das Problem bei Milotic ist, dass es Wasserattacken einsetzen kann und damit mir ein bisschen Aua-Aua machen kann. Deswegen muss ich eigentlich schon auf Lubella auswechseln. Ich brauche auch Kamerupp gegen Kaporiki. Das Problem ist, ich werde niemals einen Bizarro-Raum gegen Kaporiki einsetzen können. In keiner Welt. Weil ich den Fokus gut schon verloren habe quasi. Wo Kaporiki in der ersten Runde Kehrtwende eingesetzt hat. Aber ich werde nichtsdestotrotz erstmal auf Lubella gehen und gucken, wie das Ganze hier ablaufen wird. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Gerade hatte ich ja schon ein bisschen Glück, dass der Hitzekoller daneben gegangen ist. So, es kommt der Eisstrahl. Er prediktet den, dass ich auswechsle. Lubella hält das aber stand wie ein Champ. Sehr gut. So. Jetzt ist die Frage. Gehe ich auf Gigasauger? Muss ich fast, ne? Und ich müsste schneller sein, weil Lubella Chlorophyll. Holy shit, was für ein Wort. Chlorophyll als Fähigkeit hat und demnach eigentlich wieder sich genügend hochheilen kann, um einen weiteren Eisstrahl auszuhalten. Oder? Das könnte jetzt sehr knapp werden. Ah, es reicht. Okay, schade. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass eben die Sonne von Glurak mir jetzt ein bisschen mehr helfen kann, als nur eine Runde. Aber gut, war eigentlich in Ordnung. Noch ist nichts verloren. Ich gebe noch nicht auf, weil Knierfisch sollte schneller sein als Milotic. Wobei, ich spiele Knierfisch ohne Initiative EVs. Ich habe überhaupt gerade null Ahnung, wie schnell so ein Milotic sein kann. Aber wie schnell kann so eine Wasserschlange sein? Anscheinend nicht schnell genug, denkt sich mein Gegner und wechselt auf Kaporiki aus. Das ist der Optimalfall gerade, by the way. Weil jetzt kriege ich eine freie Runde, in der ich Bizarro-Raum einsetzen kann. Und jetzt habe ich quasi die Chance, in 5 Runden diesen Kampf hier zu beenden, so gut wie es geht. Ich werde auf Psychobeißer gehen, das ist die stärkste Attacke, die ich denke mal Knierfisch einsetzen kann. Und versuchen, so viel Schaden wie möglich noch reinzudrücken. Und dann mit Bizarro-Raum plus Mega-Kamerupp so viel zu reißen, wie nur geht. Es kommt die Kehrtwende wieder raus. Die wird reichen, wir haben ja schon gesehen, wie viel Schaden Kehrtwende macht. Jetzt muss ich hoffen, dass Milotic nicht super tanky ist. Weil ich muss jetzt quasi mit meinem Kamerupp alles reißen. Wenn mein Kamerupp jetzt gleich, ich denke mal, ich werde auf Erdkräfte gehen. Vielleicht auch auf Kraftreserve. Weil ich bin hundertprozentig langsamer als dieses Milotic. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich werde auf Erdkräfte gehen. Und hoffen, dass es reicht. Wenn Erdkräfte reicht, habe ich gewonnen. Wenn Erdkräfte nicht reicht, habe ich verloren. Weil eine Erdkräfte gegen Kaporiki wird safe reichen. Aber wenn Milotic nur einmal mit irgendeiner Attacke Kamerupp angreift, ist verloren. Ganz schön spannend. Wir gehen auf Erdkräfte und gucken, ob es reicht.
Es ist ein Mega-Kamerupt. Es ist ein Mega-Kamerupt. Das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und jetzt kommt Kapuriki rein und Kapuriki ist durch den Bizarro-Raum langsamer und ich denke mal, wir alle wissen, wie das ausgehen wird. Sehr gut, wie viele Runden Bizarro-Raum habe ich noch? Ich habe noch 2 Runden Bizarro-Raum, 2 Runden Elektrofeld, heißt also alles im Lot. Und wir konnten die erste Runde für uns entscheiden. Gut, der Gegner gibt auf, er hätte eine Erdkräfte abbekommen und hätte verloren. Sehr cool, wir haben mit Bluebella Mega-Kamerupt. Und Knierfisch was reißen können. ich hätte selber nicht gedacht, aber es hat echt gut geklappt gegen solche starken Pokémon. Also Mega Glurak Y, Kaporiki und Milotic sollte man niemals unterschätzen. Und das war Runde 1. Wir sehen uns gleich in Runde 2 mit den üblichen oder mit den restlichen 3 Pokémon. So, und damit herzlich willkommen in Runde 2. Wir müssen gegen Mimikma, Flunkiefer, Porygon 2, Quajutsu, Kapilz und Aranestro, die spanische Spinne, ran. Ein interessantes Team. Wir müssen Choreogel, Kurelei und Kokowai mitnehmen, damit wir alle Pokémon zumindest einmal in dieser Folge gesehen haben. Und ich denke, ich fange mit Choreogel an und gucke dann, wie sich das hier weiterentwickelt. Bin selber ganz gespannt, weil das hat gerade sehr, sehr gut funktioniert, muss ich erstaunlicherweise sagen. Also ich spiele ja Kamerupt schon ein bisschen häufiger und länger. Und dieses Pokémon macht einfach utopisch viel Schaden, was natürlich super gut ist. Vor allem in Doppelkämpfen mit Hitzewelle und sowas, super genial, kann ich nur jedem empfehlen. Wir können ja ganz kurz über die Pokémon reden. Ich habe am Anfang Choreogel. Choreogel habe ich in der pinken Form dabei. Jedes Choreogel hat ja quasi einen Tanzstil, das es quasi repräsentiert. Ich glaube, das gelbe Choreogel, also dieses Elektroflug-Choreogel, hat den Cheerleading-Tanz mehr oder weniger als Repräsentierung, sage ich mal. Dann der rote Choreogel ist, glaube ich, der Flamenco. Beim Geist-Choreogel weiß ich das gerade nicht aus dem Kopf. Und bei diesem Choreogel ist es tatsächlich der Nihon-Buyo. Ein japanischer Tanz, der zu Deutsch, also Nihon-Buyo zu Deutsch übersetzt, heißt japanischer Tanz. Heißt also, es passt nicht ganz zu Hawaii. Allerdings finde ich das Design von diesem Choreogel schon sehr, sehr passend zu diesem Hawaii-Thema, vor allem mit dem Rock und eben, weil es die gleichen Armbewegungen macht wie beim Hula-Hula-Tanz und deswegen ist dieses wunderschöne dieses wunderschöne Choreogel dabei. Mein Choreogel trägt einen Wahlschall, das heißt, wir sind hundertprozentig schneller. Das Problem ist, dieses Mimikma kann gleich auf Schwertanz gehen oder wird gleich auf Schwertanz gehen, was nicht so optimal wäre. Wird es Schwertanz sein? Nein, Bizarro-Raum. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht für mich, weil mein Alola Kokowai selber extrem langsam ist. Es ist schlecht für mein Choreogel, weil, wie gesagt, es trägt einen Walschall. Heißt also, ich bin auch in Vectanz jetzt eingeloggt. Und allgemein finde ich Vectanz eine super coole Attacke. Genauso super cool, wie ich Hawaii finde. Würde ich auch gerne mal, wenn es möglich wäre, natürlich hinfliegen. Oder hinschwimmen, wenn es sein muss. Weil Hawaii ist einfach so interessant, als Insel alleine und ich meine, es hat noch aktive Vulkane auf der Insel. Wie genial ist das denn, auch wenn es sehr gefährlich ist. Sowas mal zu sehen, ja, wieso nicht, ne? ich würde sagen, ich gehe auf Vectanz weiter, weil solange mir dieses Mimikma keinen Schaden macht, ist eigentlich alles okay, weil es ist auch ein sehr interessantes Mimikma-Set. Bizarro-Raum und dann Schattenstoß und Fluch. Wird Fluch reichen? Nicht ganz. Okay, Vectanz wird dann dieses Mimikma besiegen. Allerdings wird der Fluch gegen Choreogel dann ausreichen. Was technisch gesehen in Ordnung ist für mich. Choreogel hat mehr gemacht, als ich erwartet hätte. Weil ich finde, die Elektroflug-Choreogel-Form ist die beste. Danach die Feuerflug-Form und danach eben die Psycho- und Geist-Form. Wobei ich glaube, die Geist-Form noch ein bisschen stärker ist. Aber das ist halt, glaube ich, mehr Ansichtssache. So, ich hol mal Kokowai raus, weil wir sowieso gerade den Bizarro-Raum draußen haben. Perfektes Setup für mein Kokowai. Und es kommt Flunkiefer raus. Ein Pokémon, das Feuerzahn und Eiszahn erlernen kann. Wenn es Eiszahn kann, habe ich ein kleines Problem. Gebt eurem Flunkiefer immer Eiszahn. Und es ist sogar ein Mega-Flunkiefer. Der Bedroher kommt durch. Nicht optimal für mich. Aber damit können wir, denke ich, mal arbeiten. Denn mein wunderschönes Kokowai kann Flammenwurf.
Ich bin mir nicht sicher, ob es reichen wird. Und ich bin mir nicht mal sicher, wer von den beiden jetzt schneller ist. Ist es Flugkiefer? Ich weiß es nicht. Also die Mega-Entwicklung kommt ja sowieso als erstes durch, bevor irgendwas passiert. So, hier ist es. Mega-Flunkiefer, ein verdammt starkes Pokémon, auch im Bizarro-Raum. Und Kokowai ist langsamer, heißt also im Bizarro-Raum schneller und ein Flammenwurf kann ich durchbekommen, das gegen Mega-Flunkiefer schon reicht. Sehr gut. Ich denke mal, es ist auch relativ offensichtlich, wieso ich Kokowai dabei habe. Mit einem Lebenorb. Passt perfekt, Palmen, Strände. Und ja, ich wollte dieses Pokémon unbedingt auch nochmal wieder spielen und da passt dieses Hawaii-Themen-Team natürlich perfekt in meine Karten. Jetzt kommt noch Porygon 2, ein sehr, sehr tankiges Pokémon. Das direkt einen Spezialangriffsboost bekommt. Ja, super. Ich könnte aufs Ganze gehen und einfach mal Dracometeor einsetzen, um dann auszuwechseln. Schaut euch dieses Pokémon an, wie genial. Ja, ich gehe einfach mal auf Dracometeor. Wir haben noch eine Runde, die werde ich ausnutzen, um so viel Schaden wie möglich zu machen. Falls Porygon 2 dann Eisstrahl kann, ist ein bisschen kacke. Aber damit müssen wir dann arbeiten. Kriegen wir schon irgendwie hin. Denn der Dracometeor hat ordentlich Schaden hinterlassen. Problem ist, Porygon 2 ist so ein Pokémon, das Genesung erlernen kann. Und Hyperstrahl, wow. Okay. Wow. Das habe ich noch nie gesehen. Ein Porygon 2 mit Hyperstrahl. I like it, I like it. Das ist mal etwas wirklich Außergewöhnliches. Vor allem mit dem plus 1 Spezialangriff haut es richtig rein. Stab und alles dazu. Ja, wir haben aber Kurelei. Und Kurelei hat noch die Z-Attacke vom Typen Fee dabei, die ich jetzt direkt mal einsetze und versuche, so viel Schaden wie möglich zu machen. Ich denke mal, wieso Kurelei dabei ist, ist ebenso klar, wie dass Alola Kokowai dabei ist. In Hawaii kriegt man ja, oder ist es ja üblich, quasi entweder auf dem Kopf so einen Blumenkranz zu tragen oder eben als Halskette. Und Kurelei ist genau dieses Pokémon dafür. Jetzt kommt sogar die Z-Attacke vom Typ Fee, entzückender Sternenstoß. Sieht man nicht allzu häufig. Könnte aber gegen Porygon 2 schon reichen. Nicht ganz, okay. War Porygon 2 ist einfach viel zu tanky. Aber wir haben nochmal eine weitere Chance, um Schaden zu machen. Und ich denke, ich werde auf Diebeskuss nochmal gehen. Wir können auf Energieball gehen. Habe ich auch ein Moveset dabei. Aber ich denke, ich werde auf Diebeskuss gehen. Einfach weil Stab ist und ich denke mal, die höchsten Chancen habe, damit genügend Schaden zu machen. Wird es reichen? Es wird reichen. Sehr gut. Dann haben wir beide Kämpfe mit diesem Thementeam gewonnen. Wenn ich ehrlich mit euch bin, hätte ich damit nicht gerechnet. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ich mindestens einen Kampf verliere. Vor allem in denen, wo Knirfisch dabei ist. Aber Knirfisch hat heute echt gute Arbeit geleistet. Hat den Bizarro-Raum rausgeholt. Kamerupp die Chance gegeben, alles wegzusweepen. Und das reicht ja schon aus, um den Kampf zu gewinnen. Haben wir ja gesehen. Sehr, sehr cool. Um ehrlich zu sein, war das bisher mein absolutes Lieblingsthementeam von allen Thementeams, die ich bisher gemacht habe. Ich finde, die Pokémon passen so gut zusammen und ich finde, kein Pokémon ist irgendwie so fragwürdig in diesem Team dabei. Alle Pokémon passen wirklich gut in dieses Thema und allgemein auch zusammen, aufgrund der Bizarro-Räume und des Rückenwindes und einfach vom Aussehen her. Finde ich sehr, sehr cool. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.